Herzlich willkommen, lieber Steinbock, zu deiner Tarotkartenlegung für die 7. Kalenderwoche, der Woche, die am 12. Februar beginnt und bis zum 18. Februar geht. Wir haben in dieser Woche zunehmenden Mond und so im Allgemeinen deutet das darauf hin, dass die Energien zunehmen und sich verdichten werden. Lieber Steinbock, wir wollen uns in dieser Legung ansehen, wie deine Woche werden wird und mit welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Schauen wir mal. Natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen und wir wollen uns zusammen ansehen, wie die Woche für Steinbock werden wird. Schauen wir mal, was die Karten uns da so sagen. Jetzt brauchen wir nur noch eine Karte vom Mondorakel und können beginnen. Okay, schauen wir mal, was haben wir hier? Die Herrscherin. Ja, die Herrscherin ist wirklich eine schöne Karte und ist gleichbedeutend mit der Kaiserin im Crowley-Deck. Und das ist wichtig, weil beim Mischen ist, weiß ich noch ganz genau, eben gerade beim Vormischen ist mir dreimal die Kaiserin aus dem Deck gefallen. Also das ist schon eine Energie, die wohl in dieser Woche sehr präsent bei dir sein wird. Ja, und die Kaiserin, die Herrscherin hier spricht von positiven Weiterentwicklungen in dein Leben, dass etwas in deinem Leben beginnen wird zu florieren wie ein aufblühender Garten. Ne? Also alles, wofür du jetzt in der letzten Zeit viel Energie investiert hast, deine Aufmerksamkeit, deine Liebe, deine Fürsorge, dein Mitgefühl, das kommt jetzt alles doppelt und dreifach in dieser Woche an dich wieder zurück, lieber Steinbock. Ja, und vor allem, vor allem was das Finanzielle betrifft, kann dies positive Auswirkungen haben, dass ja eben etwas mehr Geld generieren wird als sonst, dass finanzielle Entwicklungen sich als fruchtbar erweisen und du quasi auch gewisse Ernteprofite da haben wirst, ne? Aber diese Karte kann sich auch im zwischenmenschlichen Bereich auch auswirken. Und da hat es oft, da geht es dann um die Vergrößerung von Geborgenheit. Und das kann halt auch manchmal Familienwachstum bedeuten, dass deine Familie zunimmt, und dann natürlich auch Schwangerschaft. Aber wenn das jetzt für dich nicht so ein Thema ist, geht es vielleicht auch viel darum, dass mehr Geborgenheit durch ein schönes Miteinander kreiert wird, ne? Und dass hier eine Situation reichhaltiger, erfüllter wird und dir mehr Wohlstand schenken wird, ne? Also mehr immaterieller Wohlstand, mehr Stabilität, mehr Zusammenhalt auch einfach, ne? Manchmal steht die Herrscherin und die Kaiserin auch für das Heranreifen von Ideen, von Kreativität, von Lebendigkeit. Also, so dass man sich intensiver mit der Natur verbindet und Geborgenheit in der Verbindung mit der Natur findet. Das könnte hier auch gemeint sein. Ja, hier zeigt sich ein Prinz der Stäbe und der Prinz der Stäbe ist eine Personenkarte im Element Feuer. Und ein Feuerzeichen wäre beispielsweise Schütze oder vielleicht Widder oder Löwe. Natürlich könnte diese Person auch ein anderes Sternzeichen haben. Und vor allem jetzt in dieser Woche besonders diese Feueranteile im besonderen Maße zeigen. Vielleicht ist das auch eine Wesensfacette von dir, lieber Steinbock, die du jetzt mehr zeigen und ausleben kannst. Der Prinz der Stäbe hat auch manchmal etwas Junges, etwas Kindliches sogar. Kann auch manchmal auf ein Kind in deinem Leben hindeuten, auf einen Sohn oder eine Tochter beispielsweise, vielleicht auch um einen zukünftigen Sohn oder Tochter, ne? In Sachen Familienzuwachs. Könnte aber auch für deine innere Seite stehen, ne? Dein inneres Kind oder die kindliche Seite deines Gegenübers, die wir ja auch alle immer in uns haben sollten, auch mal in unserem Leben zu
guten Gelegenheiten ausleben sollten. In Bezug auf diese Person zeigt sich hier die fünf der Kelche. Und das könnte bedeuten, dass dir etwas Wichtiges über diese Person klar werden wird in dieser Woche. Wenn dies zum Beispiel ein zukünftiges Kind von dir sein sollte, wirst du in dieser Woche die Nachricht natürlich erfahren. Ne? Und das wird dich vielleicht auch ein bisschen überraschen. Also ein bisschen auch desillusionieren, vielleicht wirklich so ein bisschen so einen Realitätsdämpfer verschaffen. Vielleicht hast du das nicht, damit nicht gerechnet dann. Das heißt aber nicht, dass es kein freudiges Ereignis ist. Ne? Also das nicht. Man hat halt jetzt nur nicht damit gerechnet. Vielleicht geht es auch um etwas anderes, dass du etwas von diesem Prinz der Stäbe erfährst, was dich irgendwie ernüchtert, was dich irgendwie überrascht, aber dich mit der Wirklichkeit auseinandersetzen lässt. Ne? Also du erfährst, dass dieser Mensch eigentlich so ist oder du erfährst, dass dieser Mensch auch so sein kann. Ne? Und das ist irgendwie überraschend für dich. Das macht dich einfach stutzig, aber es ist die Wahrheit. Das Gleiche könnte auch sein, wenn der Prinz der Stäbe sich auf dich bezieht. Dann könntest du vielleicht auch von dir selbst überrascht sein, dass du diese Feuerseite in dir hast, weil das ja auch nicht gerade typisch ist für dich. Aber vielleicht. Ja, gibt es hier eine Situation in deinem Leben, wodurch du diese Seite in dir ausleben kannst, ne? Und vielleicht bist du dann von den Empfinden, diese Seite auszuleben, auch überrascht. Der Prinz der Stäbe hat, wie schon gesagt, etwas Kindliches, ne? Eine Person, die eigentlich so mit den typischen Eigenschaften von Steinbock nicht viel gemeinsam hat. Denn diese Person ist sehr unvorsichtig, ne? Also eine Person, die sehr laut ist, sehr unvorsichtig und sich sehr draufgängerisch. Eine Person, die nach Abenteuern sucht, die auch ein Risiko eingeht für ein neues Abenteuer, die etwas Neues entdecken möchte. Und hier auch wirklich sehr direkt ist, auch sehr direkt kommuniziert, sehr direkt auf das zugeht, was dieser Mensch möchte. Und sogar auch gewisse Sachen einfordert, ne? Was diese Karte vielleicht mit dem Steinbock zusammen hat, ist die Leidenschaft, ne? Also hier wirklich ein Mensch, der sehr leidenschaftlich sein kann und seine Gefühle wirklich leidenschaftlich. Also in dieser Leidenschaft ist er sehr extrovertiert. Das ist wieder anders als bei Steinbock normalerweise. Ja, aber trotzdem könnte diese Karte doch auch auf dich sich beziehen. Letztendlich haben wir viele verschiedene Temperamente in uns und auch du hast diese Seite in einem gewissen Maße in dir, ne? Das wird jeweils recht individuell sein. Aber vielleicht hast du es auch mit so einem Menschen zu tun, den ich gerade beschrieben habe. Diese Person denkt an eine Königin der Schwerter. Und es gibt hier doch zwischen diesen beiden Menschen eine ganz besondere Verbindung. Unabhängig davon, wie euer Verhältnis ist, ne? Dir wird in dieser Woche mehr denn je auffallen, wie stark das Band zwischen euch beiden ist und wie toll ihr euch in eurer Unterschiedlichkeit ergänzen könnt. Die Königin der Schwerter ist wirklich ein ganz anderes Temperament als der Prinz der Stäbe. Hier haben wir eine Luftperson, Wassermann, Waage, Zwilling wäre das tendenziell. Also auch kein Erdzeichen wie du. Das ist die reifere Person von den beiden. Ne? Also hier gibt es sogar so ein starkes Reifegefälle, dass man von Elternteil und Kind sprechen kann. Aber natürlich kann das auch andere Gründe haben. Es kann halt eben auch sein, dass dein Gegenüber im Moment eine Phase hat, in der er diese junge, jugendliche Energie auslebt und du dann als Reaktion darauf eher in diese weise Rolle zurückgehst. Dann ist die Dynamik zwischen euch aktuell einfach so. Und so fließt das manchmal auch. Es ist auch manchmal ein gutes Zeichen, wenn die Rollen in einer Beziehung unterschiedlich gelagert sind und fließen. Ne? Nächste Woche könnte das dann wiederum ganz
andersrum sein. Wenn du aber den Eindruck hast, ne, vielleicht solltest du das auch prüfen, vielleicht ist dieses Gefälle generell zwischen euch beiden, ne, dann wäre das natürlich nicht gut. Und dann ist das vielleicht ein Zeichen, dass man hier zusammen daran arbeiten sollte. Aber ich sehe hier eigentlich kein Problem. Ich sehe hier eine ganz hervorragende Dynamik zwischen euch beiden, ne? Also ich sehe hier schon eher diesen Fluss, von dem ich geredet habe, ne? Also das sieht mir hier so recht positiv aus. Vielleicht steht ihr ja auch gar nicht in einem romantischen Verhältnis. Vielleicht ist das wirklich hier familiär oder freundschaftlich, ne? Aber die Dynamik zwischen euch beiden ist hervorragend. Ja, ich sehe dich tatsächlich hier in diesem Spiel tendenziell eher als die Königin der Schwerter, lieber Steinbock, auch wenn du wenn du gar keine Schwerterperson bist, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, so Steinböcke haben schon eher was Rationales, ne? Obwohl es auch andersrum sein könnte. Also das ist jetzt nicht so eine ganz eindeutige Tendenz. Die Königin der Schwerter ist auf jeden Fall eine Person des Geistes, des Rationalen, eine Person, die sehr viel diskutiert, die redet gerne über theoretische Themen. Eine Person, die gerecht urteilt und fair ist und auch ein gutes Urteilsvermögen besitzt. Diese Person strebt nach Freiheit und Unabhängigkeit, gewährt aber ihrer Umgebung genau die gleiche Freiheit und Unabhängigkeit. Eine Person, die nicht besonders bevormundend ist, die sich mehr um die eigenen Belange kümmert tatsächlich, ne? Weil diese Person sich als frei und unabhängig empfindet. Ja, du wirst auf jeden Fall in dieser Woche dich mit dieser Verbindung, dieser Beziehung, dieser zwei Menschen auseinandersetzen, ne? Und hier wichtige Einsichten in diesem Verhältnis bekommen. Wir schauen mal weiter. In der Vergangenheit gab es hier viel Struktur, Festigkeit, Stabilität und auch Reichtum in deinem Leben, ne? Du kommst aus einer sehr komfortablen, stabilen Situation und baust hier auf einer gewissen Sicherheit weiter auf, ne? Das sieht mir hier sehr gut aus. In deinen Gedanken eine Prinzessin der Schwerter. Das kann jetzt wiederum entweder eine Facette vom Prinz der Stäbe sein oder eine Facette von der Königin der Schwerter oder noch eine ganz weitere Person. Vielleicht hast du es auch mit Schütze zu tun. Schütze könnten für alle drei Karten stehen. Schütze zeigt sich auch hier. Also Schütze zeigt sich schon sehr, muss man sagen, ne? Über diese Prinzessin der Schwerter wirst du dir viele Gedanken machen. Entweder machst du dir viele Gedanken darum, wie du selbst mehr zur Prinzessin der Schwerter werden kannst. Oder du machst dir um diese Person Gedanken, ne? Die Prinzessin der Schwerter für dich ist. Diese ganzen Prinz, Prinzessin, Königin sind auch alle geschlechterneutral. Hier geht es um den Reifegrad und die Prinzessin und das Element natürlich. Die Prinzessin steht auch für eine junge, jugendliche Energie. Vielleicht ein bisschen älter als der Prinz, ne? Weniger kindlich, mehr so Teenager-mäßig oder junger Erwachsener. Es ist hier eine rebellische Energie, denn die Prinzessin der Schwerter stellt die Welt ein wenig in Frage, ne? Kommt auch zu sehr unkonventionellen Gedankengängen und ungewöhnlichen Ideen, wodurch diese Person manchmal auch etwas ungewollt aneckt. Aber diese Person verfechtet ihre eigene Wahrheit, ne? Wenn diese Person zu unkonventionellen Einsichten gekommen ist, dann verteidigt sie diese auch, ne? Steht für diese ein. Wir schauen mal. Die Prinzessin der Schwerter. Also diese Person, wenn das eine andere Person ist, ist auf jeden Fall sehr präsent in deinen Gedanken, ne? In dieser Woche. Das ist ja witzig. Das ist ja witzig, ne? Denn diese Person denkt an eine Königin der Stäbe, ne?
Und es geht ja darum, auch mit dieser Person etwas aufzubauen, etwas zu kreieren, etwas, eine neue Stabilität zu schaffen. Was ich jetzt witzig finde, ist, ne, dass der Prinz an eine Königin denkt. Der Prinz des Feuers denkt an eine Luftkönigin. Und die Prinzessin der Luft denkt an eine Feuerkönigin. Also im Idealfall, ne? Hast du es hier mit jemandem zu tun? Der im Moment die junge, jugendliche Seite zeigt, aber an den anderen in einer gereifteren Form denkt. Das ist wirklich eine ziemlich coole Energie zwischen euch beiden. Eine Synergie, ne? Das Junge und das Gereifte empfinden in einen, bei euch gleichermaßen, dass ihr hier ja, gleichermaßen euch einander, also ihr könnt euch beide jünger, ihr fühlt euch beide jünger, wenn ihr aufeinander trefft, aber ihr wisst beide, dass ihr Erfahrung habt, dass ihr Reife habt und schätzt den anderen für seine Reife. Also man kann schon sagen, es ist ja schon fast ideal, oder? Jetzt kommt halt dieser Luft-Feuer-Aspekt hinein, ne? Das finde ich halt ein bisschen seltsam. Da musst du mal schauen, wer von euch beiden ist die Luftperson und wer die Feuerperson. Das hängt jetzt nicht allein vom Sonnenzeichen ab, aber es kann davon zum Beispiel geprägt sein. Wenn du es zum Beispiel mit Jungfrau zu tun hast, die weder Luft noch Feuer ist, dann würde ich sagen, dass du eher tendenziell lieber Steinbock die Feuerperson bist und Jungfrau hier die Luftperson. Aber wenn du es mit Stier zu tun hast, ist es andersrum. Würde ich schätzen. Ja, würde ich schon sagen. Ja, und natürlich sind wir nicht nur allein durch unser Sonnenzeichen geprägt. Es gibt auch noch andere Planetenkonstellationen. Und auch die individuelle Erfahrung spielt da natürlich mit rein, ne? Die Lebenserfahrung, die dann noch mal etwas Individuelles. Ja, aber hier gibt es wirklich sehr viel Einklang, Harmonie zwischen euch beiden. Die Sache läuft, ne? Da muss man jetzt gar nichts hinzutun, sondern kann tatsächlich dieser Entwicklung seinen Lauf lassen. Man sieht hier eine sehr schöne Harmonie zwischen euch. Ihr habt hier beide eine sehr harmonische Woche vor euch. Und das, also ich finde es schon sehr wahrscheinlich, dass ihr in einer Beziehung seid. Aber es muss nicht so sein, ne? Es ist aber ein Mensch, über den du dir viele Gedanken machen wirst, ne? Der sehr präsent ist in dieser Woche, unabhängig davon, wie euer Verhältnis sein wird. Oder ist, ne? Ist. Ja, aber das, was hier passiert zwischen euch beiden, hat für dich eine große Bedeutung, eine größere, eine höhere Bedeutung. Das wird dir dauerhaft auch gesehen sehr viel Glück bereiten. Und das führt dich auf deinen Weg, auf deinen wahren Weg. Man kann hier auch von Schicksal oder Bestimmung reden, aber hier passiert etwas sehr Wichtiges und Besonderes für dich, was dir auch wirklich als ein positives Zeichen zu gut, also du solltest es als ein positives Zeichen sehen, was hier entstehen wird, ne? Das Rad des Schicksals ist hier dabei zu rollen und wird einfach auch die richtigen Erkenntnisse, die richtigen Aspekte, Gegebenheiten entstehen lassen, ne? Darauf kannst du vertrauen. Im Laufe der Woche sehe ich eine neue Leidenschaft in deinem Leben, einen neuen Wunsch, ein Begehren auch, ein Verlangen. Es kann auch eine neue Liebe sein oder eine neue knisternde Atmosphäre in deiner Partnerschaft. Hier kommt lebendige, neue, energetisierte Kraft hinein und schenkt dir Feuer, ne? Ein neues Feuer wird sich in dir entfachen und es kommt eben drauf an. Es wird sich auf neue Ziele beziehen und oder eben
alte Ziele wieder lebendig machen lassen. Also wenn das hier für dich eine Zweierbeziehung ist, eine romantische, sehe ich hier wirklich, dass die Sexualität wieder so richtig in Fahrt kommt, ne? Oder neu in Fahrt kommt, wenn ihr euch noch nicht so lange kennt. Das könnte sich aber auch auf gemeinsame Projekte konzentrieren. Ich habe hierbei gerade bei der Prinzessin der Schwerter gesehen, dass es hier auch dabei geht, dass ihr zusammen euch etwas aufbaut, ne? Und das erzeugt Leidenschaft, einen Wunsch, einen Wille. Könnte sein, dass ihr eben mit einer gewissen Leidenschaft euch gemeinsamen Zielen nähert und das erzeugt in dir dieses Feuer, ne? Du willst das unbedingt tun und du findest das voll gut und richtig und dich hindert jetzt auch nichts mehr daran, dieses Ziel zu fokussieren, in Angriff zu nehmen. Genau das ist auch das, oder so ähnlich ist das Empfinden auch bei der Sexualität, ne? Hier entwickelt sich ein Knistern, ein sexueller Anreiz, der auch sich als frei gestaltet, ne? Ein bisschen losgelöster ist, sich gelöst hat von der Vorerfahrung und so ein wenig ursprünglicher sich anfühlt. In manchen wenigen Fällen, ich sehe das nicht so häufig, aber in wenigen Fällen, ich möchte es noch hinzufügen, um es zu ergänzen. Könnte es für einige auch sein, dass das Ass der Stäbe bedeutet, dass ihr wütend werdet. Ich habe hier gesagt, ihr werdet etwas über den anderen erfahren. Vielleicht ist das auch etwas dabei, was ist da auch etwas dabei, was euch nicht gefällt. Vielleicht ist der Prinz der Stäbe in eurem Leben eine andere Person, neigt vielleicht dazu, etwas leichtsinnig zu sein, etwas kopflos zu agieren, etwas dumm zu sein, ne? Also, na, einfach durch diese Unvorsichtigkeit. Vielleicht hat hier jemand einen Fehler gemacht, den ihr erfahren werdet, oder ihr erkennt, dass dieser Mensch auch diese Seite hat, ne? Also, und das, was ihr vorher nicht wusstet. Dann könnte das schon sein, dass euch das wütend macht, ne? Also, dass das das Ass der Stäbe ist. Das aber nur ergänzend, ne? Ja, auf jeden Fall sehe ich hier eine deutliche Veränderung bei euch. Eine deutliche Veränderung, eine Transformation, ein Wandel, bei dem ihr auch euch von Altem lösen könnt und neue Energie findet. Ne? Das ist eben das Ass der Stäbe. Das ist diese neue Energie, die ihr finden werdet. Aber was werdet ihr dafür loslassen? Vielleicht müsst ihr den Mut aufbringen, diese komfortable Situation, aus der ihr kommt, ein wenig zu riskieren, um neues Feuer entfachen zu lassen. Vielleicht. Ja, ich bin am Überlegen. Ja, die Dynamik zwischen euch beiden ist einfach sehr, sehr gut. Vielleicht geht es hier wirklich darum, Gedanken loszulassen, sich frei zu machen von Zweifeln. Ja. Und dann zu erfahren, wie einfach das eigentlich ist. Das könnte auch das sein, was euch desillusioniert, wie einfach es ist, diese Sorgen loszulassen. Ja, hier geht etwas zu Ende. Etwas, was eigentlich schon eine schöne, komfortable Situation mal war, aber jetzt nicht mehr ist. Ich glaube, ihr arbeitet schon eine gewisse Weile daran, euch auf das Neue vorzubereiten. Es ist keine Transformation, die in einer Hauruck-Aktion entstehen wird.
Aber erst so langsam könnt ihr euch so richtig von dem Alten lösen. Es ist ein sanfter Wandel. Ja, es ist ein sanfter Wandel. In dieser Woche passiert viel. Viel in Bezug darauf, auf das Neue, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, ihr habt schon bereits einiges an der alten Situation verlassen. Es ist mehr so stückweise. Ihr lasst stückweise los und macht das schon seit ein paar Wochen. Jetzt in dieser Woche kündigt sich jetzt schon allmählich das Neue an. Das ist eine sehr schöne Energie, eine starke Transformation. In Bezug auf euer Sozialleben werdet ihr viele Nachrichten bekommen. Da sehe ich viel Kommunikation, die auf euch zukommt. Da sind auch Gespräche dabei, oder Informationen, die euch überraschen könnten, die euch aber auch erfreuen. Also man sieht hier schon eine Lebendigkeit. Da entsteht gerade viel. Da ist viel los. Ja. Vielleicht auch ein bisschen zu viel. Vielleicht ist es auch ein bisschen stressig manchmal. Dann würde ich euch empfehlen, euch auch ein bisschen davon abzugrenzen und an eure persönlichen Grenzen zu denken. Aber in der Regel sehe ich hier eigentlich sehr positive Nachrichten, ne? Und auch Gespräche, die interessante Ideen in euch erzeugen, die euren Intellekt anregen. Aber natürlich ist es auch eine gewisse Hektik, die da aus euren Freundeskreis kommt. Vielleicht wird es wirklich so sein, dass mehrere Bekannte sich an einen Tag bei euch melden oder so ähnlich, ne? Und dass ihr hier so ein bisschen auf eure Energie zwischendurch achten solltet. Ihr wollt mehr von der Prinzessin der Stäbe. Ja, und das kommt jetzt ein bisschen drauf an, ne? Es könnte hier die Prinzessin der Schwerter sein, es könnte aber auch hier der Prinz der Stäbe sein, könnten auch beide sein, ne? Aber ihr wollt dieser Person näher kommen. Ihr wollt, das sagt mir auf jeden Fall, dass ihr diese Person nicht verlassen werdet. Das sagt mir auch, dass ihr trotz einer etwaigen Wut, dass du dich trotzdem mit dieser Person versöhnen möchtest. Oder es wäre natürlich auch denkbar, dass alle Karten sich nur auf dich beziehen. Dann möchtest du in dieser lebendigen Feuerenergie verweilen, ne? Möchtest hier bleiben und dich noch länger in dieser Energie ausleben, austoben, könnte man sagen. Ja, alle Möglichkeiten können auch parallel bestehen. Auf jeden Fall sehe ich, dass du auch im Moment nach Selbstverwirklichung strebst, danach das Leben genießen zu wollen, zu können, nach Geselligkeit, nach Lebendigkeit. Also diese 8 der Stäbe kommen dir wahrscheinlich doch gerade ganz gut in den Kram. Und das alles mündet in sehr ernsthafte, tiefe Überlegungen, tiefsinnige Fragestellungen, vielleicht auch Weiterbildung. Vielleicht kommst du hier auch wirklich auf neue Ideen, wofür du dich jetzt in der nächsten Zeit interessieren möchtest, wofür du deine Energie verwenden möchtest. Vielleicht erfährst du in gewisser Hinsicht den Sinn und Zweck deines Daseins. Es hat hier schon mit deiner Bestimmung zu tun, was du hier tust. Und deine Werte kommen auf den Prüfstand und du wirst das Gefühl haben, dass du auch deinen Überzeugungen entsprechend handelst. Ja, das sind hier wirklich sehr, sehr schöne Karten. Was sagt die Mondenergie zu deiner Situation? Träume brauchen einen Plan. Ja, aber ich glaube, es geht in dieser Woche zunächst erstmal vorwiegend um den Traum, und darum, den Traum klarer zu spezifizieren. Und ich glaube, durch diese Feuerenergie es ist jetzt erstmal wichtig für dich, dich auf das Neue einzulassen und deinen inneren Feuer zu folgen, deiner inneren Energie zu folgen, mit jemand anderen womöglich zusammen oder mit einer Gruppe von Leuten zusammen und auf diese Weise zu ergründen, was dein wahres Verlangen ist, was deine wahren Träume ist, was dein Begehr ist, was dir wichtig ist. Und dann findest du darüber den Weg zu deinen wahren Überzeugungen, was für dich Sinn macht, was für Sinnhaftigkeit für dich ist, was Sinn und Wert hat. Und auf Basis dessen, wenn du dann diese Antwort hast am Ende der Woche,
Kannst du daraufhin dir einen guten Plan überlegen, wie du da hinkommst? Ja, lieber Steinbock, sieht mir hier nach einer sehr interessanten Woche für dich aus. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunderschöne Woche, dass du deiner Bestimmung, deinem Schicksal näher kommst, deinen wahren Sinn, den Sinn des Lebens quasi erkennst, ne? Jedenfalls den Sinn des Lebens für dich, ne? Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Antworten für jeden. Ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.